Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, wenn es sich um einen Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag handelt, um gemeinsam aus den beiden wichtigsten Büchern in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren. Einmal das Srimad Bhagavatam, da gehen wir jeden Vers einmal durch und auch schlagen wir öfters die Bhagavad Gita dazu auf, wie sie ist. Alle diese Bücher wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und heute haben wir eine Sondersendung, also eine Art Biografie-Sondersendung, denn uns interessiert natürlich auf der einen Seite das Srimad Bhagavatam, aber uns interessieren auch Menschen, die ihr Leben schon eine beträchtliche Zeit nach den Grundsätzen des Srimad Bhagavatams auch ausgerichtet haben. Es ist also ein lebendiges Buch, auch voller Praxis. Und dafür habe ich heute eingeladen aus Köln unseren lieben Nila Madhava Prabhu. Hare Krishna, lieber Nila Madhava. Freut mich, hier zu sein und ja, sehr inspirierend, so viele Devotis zu sehen. Und ja, sehr nice. Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Und Nila Madhava, ich habe heute beim Stöbern habe ich ein Foto entdeckt, wo wir beide drauf sind. Okay. Lass mich mal kurz gucken, ob ich das finde. Und ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Sagt mal Bescheid, ob da was kommt. Ah ja, ich weiß. Das Foto ist schon sage und schreibe ganze 10 Jahre alt. Und zwar in Berlin, da gab es noch dieses Zentrum in der Schöneicher oder sowas, ja, Schöneicher Allee oder Straße. Und da hatten wir diesen, er nannte sich, glaube ich, Ralf Bös, den hatten wir einmal zu Gast. Das ist so, war, oder ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, aber so ein Aktivist, der sich für Menschenrechte und für das bedingungslose Grundeinkommen eingesetzt hat. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, sind wir mit dem zusammengekommen. Und dann ist er uns mal besuchen gekommen und war eigentlich ganz nett. Ja, und hier sieht ihr auch Nila Madhava und Param Shriya, 10 Jahre jünger, aber wir sind nicht dieser Körper. Und Krishna Chaitanya und Sharadwaran sind auch dabei. Prima. Ja, Nila Madhava Prabhu. Meine erste Frage ist mal so ganz nüchtern, wer bist du denn? Oder ich frage mal so, Nila Madhava, wo kommst du her? Wie kann man sich so dein Background vorstellen, bevor du zum Krishna-Bewusstsein gekommen bist? Irgendwie hat es ja auch irgendwie was mit dem Krishna-Bewusstsein zu tun. Irgendwo muss es ja den Einstieg auch gegeben haben. Was ich eigentlich nur weiß, dass ich dich vor, ja, wie gesagt, 10, 11, 12 Jahren das erste Mal im Berliner Zentrum angetroffen bin. Und so viel weiß ich auch gar nicht. Man hat sich hier und dort mal gesehen. Oft habe ich dich auf der Buchverteilerliste gesehen und mit Ehrfurcht meine Hände gefaltet. Ja, also das würde mich mal interessieren. Bist du ein echter, waschechter Berliner Jung in diesem Leben? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, in diesem Leben bin ich als Berliner geboren, hier in Deutschland. Und ja, bin halt ungefähr 2010, also ist jetzt ja 12 Jahre her, bin ich an den Berliner Tempel und habe mich halt davor auch schon mit den Büchern von Srila Prabhupada auseinandergesetzt. Ungefähr so 3-4 Jahre habe ich alleine studiert und dann an irgendeinem Punkt war dann so, habe ich gemerkt, okay,
jetzt soll ich doch mal die Gemeinschaft der Gottgeweihten suchen, weil ich komme alleine nicht so weit. So. Und das habe ich dann halt gemacht. Und dann bin ich im Frühsommer oder im Frühling, glaube ich, 2010, bin ich das erste Mal im Tempel. Und da war dann gerade ein Bagdad-Kurs, da waren viele Mönche da, da war der ganze Tempel voll mit Mönche. Ich war einfach mitten in der Woche, habe ich einfach mal geklingelt. Und es war ja auch in einem normalen Wohnhaus, irgendwie im zweiten oder dritten Stock. Also es war jetzt kein richtiger Tempel, sage ich mal. Aber ja, aber die Devotees haben die Tür geöffnet, ich bin rein und habe dann noch meinen ersten Darshan genommen von Lord Jagannath und Balaram und so weiter. Und es war sehr ekstatisch und dann die vielen Devotees da zu sehen, die ganzen Mönche. Und habe ich gesehen, okay, das ist eine Kultur, die mir schon bekannt war durch die Bücher oder ist. Und hier kann ich es halt live mal sehen und kann mit denen live sprechen. Und das habe ich dann auch benutzt, ja. Und ja, so zu meinem Background ganz normal. Berlin groß geworden, meine Schullaufbahn beendet und ja, und danach bin ich eigentlich schon, ja, ich finde, in der Schulzeit hatte ich mich schon so für so Sachen interessiert, speziell für den Hinduismus und habe halt immer Informationen darüber gesucht, aber alles, was ich so außerhalb gefunden habe, hat mich eher verwirrt, wie das mir was erklärt hat, weil, ja, wenn man sich über den Hinduismus schlau macht, dann kommt man immer, es gibt viele Götter, sucht ja einen aus, und wenn man aber andere religiöse Pfade sich anschaut oder auch Freunde, die ich hatte, die haben immer von einem Gott gesprochen, und da war ich ein bisschen, habe ich nicht verstanden, warum alle reden von einem und da reden auf einmal alle von vielen, und ja, und dann kamen die Bücher von Prabhupada zu mir. Und da war dann, ja, wurde mir dann auch erklärt, okay, da gibt es auch einen Höchsten und dieser Höchste ist Krishna. Und wenn man ihn halt kennenlernen möchte, dann sollte man halt diese Bücher lesen. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, und dann hat sich immer mehr diese Verbindung gefestigt. Und ja, und jetzt ist Krishna, wie gesagt, eine unwiderrufliche Tatsache in meinem Leben. Und ich habe eigentlich sehr früh gesagt, okay, das ist so mein Sinn im Leben. Und ja, und dann bin ich zusammen mit meiner Frau, sind wir eigentlich gejoint. So. Ja, ich kannte das ja schon ein bisschen früher, aber meine Frau hat es dann auch angenommen und so konnten wir halt zusammen diesen Weg gehen bis heute. Und ja, wir geben uns Mühe. Und ja. Ja, genau. Daran kann ich mich auch erinnern. Du bist irgendwie gleich mit deiner damals wohl Lebensgefährtin ins Krishna-Bewusstsein gekommen und seitdem seid ihr auch zusammengeblieben. Das ist auch nicht immer so gewöhnlich. Und der Gedanke entsteht, vielleicht kennt ihr euch schon aus dem letzten Leben. Das mag sein, astrologisch wurde das bestätigt, aber ja, wer weiß das schon. Aber ich denke schon, da ist eine tiefere Verbindung da. Und ja. Wart ihr in derselben Schule? Wir waren, aber das haben wir dann später erst rausgekriegt, aber wir haben uns so getroffen und dann, ja, wie man das halt im normalen Leben macht, man trifft sich auf irgendeiner Party und dann war das sozusagen die richtige fürs Leben. So. War alles ein bisschen vorbestimmt. So, jetzt sieht man, dass das eine Vorbestimmung war oder ist. Ja. Okay. Nur mal so nochmal zu deinem Background. Wenn man so an Berlin denkt, der zweite Gedanke bei mir gibt's, ist dann immer, da gibt es ja diese sozialen Brennpunkte, nennen die sich. Kamst du aus so einem Brennpunkt oder war es ein normales, beschauliches Berlin? Nee, war normal eigentlich. Ich bin normal gut groß geworden. Klar, in einer Familie, die vielleicht jetzt auch nicht so viel hatte, nicht so reich war. Also wir hatten alles, was wir hatten, aber wir waren normale Familie. Und es gab halt auch keinen Glauben in der Familie so, aber ich habe halt relativ früh das versucht, damit irgendwie zu auseinanderzusetzen, speziell durch meinen Freundeskreis, weil der war halt international. Und der hat mir halt gleich von früh auf. Wie kam das, dass der international war? Berlin ist halt bunt. So, Berlin, treffen alle Nationalitäten zusammen und dann auch verschiedene Religionen. Und das geht in der Schule schon los, dass du konfrontiert wirst mit verschiedenen Kulturen und Religionen. Und ja, und das ist gut, weil dann hinterfragt man. Und dann habe ich mich auch für meine eigene Kultur interessiert. Und da kam dann auch Fragen hoch. Und ich bin auch gedacht, okay, waren die Menschen auch hier in Deutschland vielleicht früher mehr spirituell oder mehr religiös? Und das kann man ja bestätigen, so, und ja, und warum ist es heute anders, so, und dass man halt so
das hat mich dann so dann dahin geführt und auch eine alternative Lebensweise oder auch, dann war ich so ein bisschen in so einer Hippie-Szene unterwegs, so mit Leuten, die halt auch ein bisschen anders gedacht haben und ja, das waren so die Einflüsse einfach, die mich dann dahin geführt haben. Und wie bist du mit den Büchern von Srila Prabhupada dann in Berührung gekommen? Ja, speziell, weil ich halt Informationen über den Hinduismus gesucht habe und dann habe ich irgendwie, ich glaube bei eBay oder so, war irgendein Buch drin, das war auch das Krishna-Buch, das war das erste Buch, was zu mir kam und da stand dann irgendwie, ja, hier wird der Hinduismus erklärt, so wie er ist, da hat irgendein Devotee hier reingesetzt, und dann habe ich das damals gekauft und habe das halt gelesen. Das war auch mein erstes Buch, was ich mir selber gekauft habe und was ich auch gelesen habe, weil ich habe vorher nie Bücher gelesen. So, aber ich wusste, wenn ich dieses Buch lese, dann würde es sozusagen mein Leben verändern. Im Endeffekt war es auch so, ich habe das Krishna-Buch gelesen und damals halt war ich noch, habe ich noch zu Hause gelebt und meine Mutter schreibt, du liest jetzt Bücher, was ist mit dir los? Und ja, dann habe ich immer mehr Bücher bestellt und meine Mutter hat sich gewundert, warum jetzt immer mehr Bücher zu Hause ankommen. Und ich sagte, ich fange jetzt an, diese Bücher zu sammeln. Und dann habe ich die eigentlich förmlich verschlungen in den nächsten 3-4 Jahren. So, und habe alle Bücher gesammelt, die ich irgendwie finden konnte im Internet. Ja. Wow, okay, okay. Das ist interessant, was du sagst. Das ist das erste Buch und wenn ich es lese, wird es mein Leben verändern. Du hattest schon so eine Vorahnung. Ja, ja, ja. Und dieses Gefühl, das ist mir total bekannt. Also dieses Gefühl habe ich auch erfahren, vielleicht nur ganz kurz. Da habe ich auch einen Buchverteiler getroffen in Hamburg. Und ich hatte mich damals auch für Mahatma Gandhi interessiert. Ich hatte diesen Film gesehen und dachte, oh, ist irgendwie eine interessante Kultur, die ist so ganz anders, so irgendwie tiefer ausgerichtet. Und dann hat er gesagt, dieses Buch, das war das Lieblingsbuch von Mahatma Gandhi. Das war die Bhagavad Gita. Und dann dachte ich, das muss ich ja dann haben. Und zu deinem Gefühl, also 2 Monate später bin ich mit meinen 3 noch 16-jährigen Freunden zusammen auf eine sogenannte Interrail-Reise gegangen, ohne Eltern das allererste Mal, so mit dem Zug nach Griechenland. Und dann hatte ich einen Rucksack und oben passte genau ein Buch rein. Also das war so mit einem Reißverschluss. Man hat gleich gemerkt, aha, das ist die Buchschublade vom so einem Rucksack. Ne? Und da habe ich alles eingepackt und dann kam es so zu der Frage, welches Buch soll denn da oben rein? Und dann hatte ich so einen ganzen Stapel mit Büchern. Ich habe schon irgendwie schon gelesen. So alles Mögliche war dabei. Herr der Ringe, ein Buch über Anarchismus und Karl Marx, das Kapital war dabei. Oder auch irgendwelche trivialen Sachen, Stephen King. Und dann plötzlich die Bhagavad Gita. Und dann dachte ich, wenn ich das da jetzt reinschiebe, habe ich ja 5 Wochen lang nichts anderes zu lesen. Das würde bedeuten, ich muss das Buch irgendwie doch mal richtig lesen. Und wenn nicht jetzt, dann wann? Aber wenn ich es jetzt reinschiebe, wird es mein Leben wahrscheinlich verändern. Und drin war es, Reißverschluss zu. Und als ich dann im Zug saß und wir alle Gummibärchen aufgegessen hatten und dann der erste Mal sein Buch rausholte nach 3 Stunden Zugfahrt, dann holte ich das Buch da raus und alle guckten mich an so, was ist denn das? Ne? Und naja, dann habe ich das angefangen zu lesen und es hat Seite für Seite hat es mein Leben verändert. Ich habe zwar nur 30% verstanden, wenn überhaupt, oder 20%, aber diese 20%, das waren manchmal so Sätze wie, wenn man sich in den Finger schneidet, sollte man dankbar sein und Krishna lobpreisen, denn sonst hätte man seinen ganzen Kopf abgeschnitten. Krishna reduziert das Karma auf das Minimum. Solche Sätze sind dann doch irgendwie drin geblieben. Und dann lief ich da den ganzen Tag mit so einer Birne durch die Gegend. Mein Gott, was war das denn? Kannst du dich auch noch an so eine Erfahrung erinnern, wo du
Also wie war das? Du hast angefangen zu lesen. Ging es dir auch so? Boah, so viele fremde Begriffe und steige ich hier überhaupt durch? Und dann plötzlich liest du was und du schnallst plötzlich genau, was gemeint ist. Ja, das war das Schöne beim Krishna-Buch, dass du hast halt die Geschichten so und die sind ja wahre Geschichten, also eine Zeitreise in die Vergangenheit, so 5000 Jahre zurück, einfach Geschichtsschreibung. Und ja, da wurde mir so viel erklärt in den Büchern, dann noch nicht mal nur die Geschichten über Krishna und gleich, dass das Gott ist, dass Gott selbst Sachen macht oder hier auf Erden erschienen ist, das ist halt schon mal der Hammer. Aber dann plus noch Prabhupada die ganze Philosophie, die er reinpackt. Und eigentlich das ganze Krishna-Bewusstsein erklärt im Krishna-Buch. Das hat mich total begeistert. Und dann später dann auch noch die anderen Geschichten, dass dann Shiva auftaucht und Brahma und die verschiedenen Halbgötter. Und da versteht man das dann alles, weil ein bisschen Vorwissen hatte ich schon, aber dann auf einmal hat das alles einen Sinn gemacht. Und dann hat das, diese einzelnen Puzzleteile, die man so hatte, haben sich zum Bild zusammengeführt. Und okay, Krishna ist Gott so. Und darunter gibt es halt diese vielen Halbgötter. Und ja. Und man kann sich sogar mit ihm verbinden durch eine Art von Yoga. Yoga kennt man ja auch. Und dann, ja, und wie das funktioniert, schreibt Prabhupada auch. Und dann, ja, war innerlich immer so dieser Wunsch dann da, okay, ich muss mehr diese Beziehung kultivieren mit Krishna. So, weil er ist schon da, er hat mich jetzt dahin geführt, so, er ist in meinem Herzen. Und jetzt liegt es an mir, das zu vertiefen. Und das habe ich dann halt probiert. Und dann war für mich klar, okay, ich brauche noch mehr Input in Form dieser Bücher. Und ja, und habe auch verstanden, dass ich diese Bücher nicht nur einmal lesen werde, sondern dass das jetzt sozusagen mein neuer Wissenserwerb sein würde, diese Bücher zu studieren. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Und ja, und das kann ich nur jedem empfehlen. So. Ja. Also genauer gesagt, ich habe das ja schon angekündigt, ne? Wir machen hier das tägliche Bhagavatam. Und für die, die das nicht wissen, ich habe jetzt das Krishna-Buch nicht zur Hand. Damit hatte ich jetzt so nicht gerechnet. Aber das Krishna-Buch ist ja nichts anderes als das Srimad Bhagavatam. Die Martina blendet das uns jetzt mal ein. Moment. So, da ist die Martina mit dem Krishna-Buch Nummer 1. Und ich glaube, du hattest noch das zweite. Genau, da ist das zweite. Und das ist der 10. Kanto aus dem Srimad Bhagavatam. Also du hast sozusagen direkt mit dem Srimad Bhagavatam deinen Einstieg zum Krishna-Bewusstsein bekommen. Genau, und man, klar könnte man sagen, das ist ein bisschen hoch oder so, aber im Endeffekt kommt das von Prabhupada und Prabhupada wollte das ja. Prabhupada hat ja eins der ersten Bücher, die gedruckt wurden als Hardcover-Buch, war ja das Krishna-Buch. Da hat ja auch George Harrison damals die Spende für gegeben. Und warum hat Prabhupada das gemacht? Warum hat Prabhupada nicht irgendein anderes Buch gedruckt? Klar gab es auch noch kleinere Bücher am Anfang, aber warum das Krishna-Buch? Weil er wollte, dass die Menschen in der westlichen Welt verstehen, wer ist Krishna? Wie sieht Krishna aus? Seine Taten und alles, was er halt hier gemacht hat auf Erden, wie er sich gezeigt hat in seiner göttlichen Fülle. Und das hat er halt allen Menschen in der westlichen Welt zugänglich gemacht und so halt auch mir in dem Moment. Und das habe ich total gewertschätzt und gesagt. Ja, und bin bis heute total auch dankbar, dass es so eine Bücher gibt und dass ich das halt lesen durfte. Und dass es auch mein erstes Buch ist, was ich freiwillig gelesen habe in diesem Leben und nicht irgendwas anderes. Also schon sehr, sehr speziell. Und dann, klar, kam ich dann aufs Srimad Bhagavatam, weil ich halt auch wusste, okay, ist Zusammenfassung, 10. Kanto. Ja, was mit den anderen Kantos, die will ich auch haben. So. Und dann fängt man halt an zu sammeln. Und dann, ja, kam dann später auch der erste Kanto dazu und dann habe ich den auch schon gelesen. Bevor ich im Tempel war, habe ich auch angefangen, den ersten Kanto zu lesen, zu studieren, alle anderen Einstiegsbücher. Und dann habe ich angefangen zu sammeln. Und sobald ein neuer Kanto kam, also wie er zu mir kam dann übers Internet, habe ich mir dann halt das ganze Set von 1 bis 10 selber zusammengesammelt und habe das dann halt auch über die nächsten Jahre dann halt gelesen. Und ja, und bin auch immer noch dabei. Jetzt lese ich es wieder neu so, aber so, dass man halt, ja, Bhagavatam ist Krishna selbst. Und deswegen, und das müssen Sie halt verstehen, das ist Krishnas Klangrepräsentation in Schriftform. Und ja, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ja, es war auf jeden Fall eine höhere Segnung, dass ich da mit diesem Buch da einsteigen durfte. So, andere fangen mit der Bhagavad Gita an oder mit anderen Büchern. Zum Beispiel, Bhagavad Gita kam erst, da war ich schon im Tempel. Da haben sie mir der Bhagavad Gita gegeben. Hatte alle Bücher, aber die Bhagavad Gita kam nie zu mir. Die kam erst zu mir, da war ich schon im Tempel.
So, und dann habe ich die Bhagavad Gita mal gelesen. Das war auch ganz speziell. Ja. Okay. Also mit anderen Worten, du hast davor nie Bücher gelesen. Man könnte jetzt rückblickend sagen, ja, da gab es einfach auch nichts zu lesen. Und erst als du dann dieses Buch da aus dem Umschlag herausgeholt hast oder aus dem Karton, da war für dich das erste Mal, das war für dich das erste Mal ein Buch. Ja. Okay. Ja, einfach, du kannst Gott damit kennenlernen und nicht nur Gott, sondern seine ganze Familie, seine ganzen Freunde, seinen Wohnort, seine Taten, seine Spiele, alles einfach. Und das ist was ganz Besonderes. Das Krishna-Buch ist echt, also das Buch, was man lesen kann. Das ist ja auch die, ja. Da gibt es so eine, da gibt es, ich hatte mal als Teenager so einen Film geguckt, Crocodile Dundee. Das war so ein australischer Krokodiljäger, der kam dann nach New York und da gab es dann so ein Handgemenge, so eine Provokation und irgendein Amerikaner zuckte dann sein Messer und dann rief jemand, pass auf, er hat ein Messer. Und dann guckte dieser Hauptdarsteller, Crocodile Dundee, guckte dann so ihn an, das soll ein Messer sein? Und dann holte er so ein riesiges Krokodilmesser heraus. Ne? Und so habe ich eben gerade gedacht, wenn man jetzt den Nilamada war in dem Moment ein Buch, irgendein Buch so gezeigt hätte, hier, lies doch mal ein Buch. Dann hättest du wahrscheinlich so geantwortet, das soll ein Buch sein, sowas, das kann man gar nicht lesen. Und dann öffnest du deinen Karton und holst das Krishna-Buch raus. Das ist ein Buch. Du hast vorhin gesagt, so von der, das wäre ein für dich einfach ein Rückblick in die Vergangenheit vor 5000 Jahren, einfach so, dass die Welt damals so ausgesehen hat und dass eben Krishna erschienen ist. Das war für dich, hast du das so gleich in der ersten Sekunde so akzeptiert, dass das sozusagen ein historischer Tatsachenbericht auch in gewisser Form ist, weil ich frage dich deshalb, weil das ist schon eine Hausnummer, gerade heutzutage und auch für uns, die wir so mit Urknalltheorie und der Mensch stammt vom Affen ab und solche Sachen groß geworden sind, das so gleich in der ersten Sekunde so für sich anzunehmen, ist schon erstaunlich. Ja, die Sachen habe ich sowieso. Ich war nicht der beste Schüler. Also wenn ich was konnte, dann konnte ich Sachen hinterfragen. Und wenn Lehrer herausfordern, sagen, ja, warum gibt es nicht noch eine andere Theorie oder warum soll ich ihnen jetzt glauben so? Und im Endeffekt, die Bücher, die haben mir genau das bestätigt, was ich mir sowieso schon immer gedacht habe, dass es halt nicht so ist. Kein Urknall. Und unsere Geschichtsschreibung geht ja sowieso nur 2000 Jahre zurück. Was ist davor? Und da habe ich mich schon mal gefragt, wir fangen in Ägypten an, wir fangen mit Griechenland an, aber was war denn davor? Davor muss es da was gegeben haben. Und das habe ich mich schon immer gefragt. Und im Endeffekt, unsere Bücher oder Krishna-Buch gibt uns genau die Informationen. Und wie wurde die Welt regiert? Früher mit einem König, der die ganze Welt regiert hat. Und es war alles so schlüssig, wenn man das liest. Und dann durch die Veden haben wir halt einen tieferen Einblick in das, was uns eigentlich heutzutage verborgen bleibt oder was gewollt ist, dass wir das nicht wissen, was da eigentlich war, dass es da eine Hochkultur gab. Weil wir sollen ja immer denken, wir sind heute die Hochkultur und alles Frühere war ja primitiv. So, aber im Endeffekt ist es genau andersrum. Wir sind heute primitiv im Gegensatz zu dem, wie die früher gelebt haben, weil die haben früher so im Einklang gelebt mit der Natur und der Göttlichkeit und im Endeffekt Ägypten oder Griechenland oder so, oder auch die Mayas und Inka, das waren noch so die Überbleibsel von einer Kultur, die sehr fortgeschritten war. Und wenn man sich mit der vedischen Kultur auseinandersetzt, merkt man, das waren die Überreste der vedischen Kultur, die dann aber später ja zerstört wurden durch gewisse Religion oder durch einen gewissen Glauben oder halt durch den Materialismus. So. Und heute sind wir alle sehr weit weg von einer spirituellen Lebensweise. So. Und das hat mich halt auch sehr so rührt, da Infos zu kriegen und dann das, ja, endlich gibt mir mal jemand Wissen und ich war Prabhupada wieder sehr dankbar oder überhaupt den Veden sehr dankbar. Aber Prabhupada war ja derjenige, der uns die wahren vedischen Übersetzungen auch in die westliche Welt gebracht hat, weil die Engländer ja, die ersten waren, die es übersetzt haben, die haben es ja auch verfälscht. So, aber Prabhupada hat es uns eins zu eins einfach gegeben und so, ja, wurde geschichtlich mir sehr viel erklärt
Plus halt, dass Gott da war vor 5000 Jahren selbst und dass er immer mal wiederkommt in verschiedenen Formen. Dass er sogar vor 500 Jahren nochmal erschienen ist als Lord Chaitanya und diese ganzen Informationen, das ist ja sehr, sehr interessant, weil man kennt Jesus, man kennt Buddha, man kennt den Propheten oder von anderen Religionen, aber ja, wir haben auch was zu sagen. Wir haben da auch Persönlichkeiten, die uns da vertreten sozusagen, die das vertreten, was eigentlich noch viel, viel älter ist und noch viel, viel tiefer geht von der Praxis und wo wir halt einen liebevollen Austausch haben können, was ja das Ziel eigentlich aller Religionen ist, Gott zu lieben, ihn zu verstehen. Und hier haben wir den Ursprung von diesen ganzen verschiedenen Sachen, die wir heute haben und was die Leute auch teilweise verwirrt, aber es muss einen Ursprung geben und das haben wir halt in Form der vedischen Weisheit oder des Krishna-Bewusstseins. Und das Schöne, wir schließen nichts aus, es wird alles mit einbezogen, weil es alles logisch erklärt wird, wann das alles oder manifestiert wurde oder warum es manifestiert wurde. Aber andersrum verstehen wir halt auch, warum gewisse Kräfte heutzutage das eher so, ja, den Leuten nicht so öffentlich machen, weil... So vorenthalten. Genau, vorenthalten halt. Warum reden wir nicht darüber? So, das ist halt gewollt und das ist halt auch schade. Und deswegen sind halt diese Bücher auch so revolutionär und können halt, ja, wie Prabhupada ja auch schreibt, im ersten Kanto eine Revolution in der Menschheit aktivieren, vom Bewusstsein her. Und das ist halt, das ist das Bhagavatam. So, das kann Revolutionen starten, wenn alle Leute sich immer damit beschäftigen würden. Gerade wie Prabhupada sich auch gewünscht hat, die Führer der Welt sollten das lesen, damit sie verstehen, okay, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, nämlich diesen Menschen auf der Welt oder ihrem Gefolge spirituelles Wissen zu geben. Und das sehen wir heutzutage, kriegen wir spirituelles Wissen von unserer deutschen Regierung oder von unserer europäischen Regierung? Meistens nicht. So, und ja, das ist halt, ja. Wir haben das Wissen halt hier. Und es liegt halt an uns, das halt auch weiterzugeben. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und deswegen sind halt die Bücher auch so wichtig. Ja. Und da kommen wir auch zu der nächsten Frage. Du hast es für dich ja, irgendjemand hat sein Mikrofon, glaube ich, an. Moment. So, du hast für dich dann so gemerkt, boah, die Bücher sind sehr, die haben mein Leben revolutioniert. Und für dich, das habe ich so ein bisschen mitverfolgt, war ja dann auch die Buchverteilung gleich dann ein großes Thema. Du hast wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, da kannst du uns ja bestimmt gleich noch mal was zu sagen, du hast dann wahrscheinlich so innerlich gedacht, ja, also wenn mich dieses Buch so verändert, positiv, und mir so viel Erleuchtung bringt, spirituelle Erleuchtung, dann warum nicht auch, soll das nicht auch bei anderen Menschen so passieren? Die müssten eigentlich mit diesem Wissen in Berührung kommen. Wie ist es, wie ist für dich so, wie bist du so auf diese Mission der Buchverteilung von Srila Prabhupadas Büchern aufmerksam geworden? Und hast auch für dich so gemerkt, hey, da kann ich doch bestimmt irgendwie andocken und einen Beitrag zu leisten. Prabhupada erwähnt das ja, dass man das weitergeben soll, aber mir war nicht bewusst, wie ich das mache. Und wo ich dann im Berliner Tempel war, so dann 2010, war eigentlich so mein erster Service, dass ich einfach ja in den Tempel gehe, Gast bin. Aber dann wollte ich halt auch kochen lernen. Und dann war ich halt oft in der Küche, habe halt mit Kochen gelernt. Oder habe mitgeholfen. Hm. Und da waren halt damals auch noch Mönche im Tempel. Und ja, Ananda Krishna war da. Dann war Prito war auch noch da. Prito Prabhu war ja zu der Zeit auch noch da. Und der hat das auch sehr, so eigentlich so ein bisschen gepusht, so dass wir halt präsent sind auf der Straße. Durch Harinam Sankirtan. Dann Krishna Chaitanya war da. Und speziell hat Ananda Krishna war zu der Zeit, der ist dann mal Buchverteilung gegangen. Und hat dann, ich habe den einfach, gehst du jetzt hin, hat er Ventroli gehabt. Und dann, ja, ich gehe jetzt Bücher verteilen. Und ich war halt noch relativ neu, aber er hat dann immer gesagt, ja, komm doch mit. Und ich so, ja, nee, ich bin hier in der Küche und hatte immer noch so meine Ausreden so am Anfang. Aber dann hat er mich mehrmals gefragt. Und dann irgendwann hat er mich wieder gesagt, ja, komm jetzt mal mit, so, weil das scheint ja, muss ja gut sein. So. Und dann bin ich mitgegangen. Und dann habe ich auch verstanden, dass, wo ich dann ausprobiert habe, das ist eigentlich die Barmherzigkeit von Lord Chaitanya, dass wir da rausgehen und den Leuten diese Bücher anbieten, die präsentieren
sie nicht voll predigen, aber wir präsentieren die Bücher, dass die Leute da eine Anziehung für haben. Und dann geben wir ihnen die mit für eine Spende vom Herzen, also einfach für irgendwas. So. Und das war für mich so eine Art von Liebesaustausch auch zu den anderen Menschen. Und auch, wir geben denen das Kostbarste, was du jemandem geben kannst, auch wenn sie den Wert vielleicht in dem Moment noch nicht sehen können. Aber manche sind dann halt die Erfahrung, die du halt auch machen kannst auf Santa Cana. Gerade dieser Austausch mit den anderen Lebewesen, wie sie sich freuen, das zu empfangen und wie sie auch gerne etwas geben dafür und dann, wie du vielleicht auch siehst, dass sie dann später dann auch Devotis werden oder ein Tempel kommen und es gibt eigentlich nichts Schöneres. So. Und es ist dann sehr, und dann haben die Devotis damals auch mal gesagt, Sangitan, also Buchverteilung ist die Schule des Lebens. Und genauso war das für mich dann auch. Ich habe da so viel gelernt und lerne auch immer noch auf der Straße so viele Sachen. Und es geht auch nicht um, wie viel man verteilt oder welche Taktik man hat oder einfach, wir präsentieren das und die wollen, nehmen das mit und die dürfen das auch mitnehmen. Und andere dürfen nicht oder wollen nicht oder haben eine Ausrede, aber das ist auch okay. Aber Krishna schickt die. Wir stehen da draußen für die Krishna schickt. Und Krishna schickt immer jemanden. Das war auch meine Erfahrung. Es gab nie einen Tag, wo man nichts verteilt hat. Und wenn es nur ein, zwei Bücher waren, aber die gehen immer raus und für diese Person gehst du da raus. Für diese ein, zwei Menschen, die mit einem Lachen dann weggehen und sich denken, danke und sich tausendmal bei dir bedanken und sagen, genau danach habe ich besucht. So, und jetzt hast du mir es gegeben. So, und dann liegt es bei denen, was sie dann daraus machen. So, und das fand ich halt auch so schön. So wie so viele Menschen haben die Bücher zu Hause und dann nach und nach verändern diese Bücher ihr Leben. So, dann treten sie auch in die Gemeinschaft ein, werden ernsthafte Devotis oder lesen das halt nur und ziehen sich ein paar Fakten raus und dann sind sie auch ein bisschen mehr gebildet, aber auf die richtige Art und Weise. Deswegen. Ja, und was auch für mich war, ich war nie wirklich arbeiten in diesem Leben, so bin ich ganz ehrlich, ich habe meine Ausbildung gemacht und wollte danach eigentlich so in die Berufswelt einstarten und dann bin ich Devoti geworden und dann habe ich gesagt, ja, das war eigentlich eine nice Arbeit. So. Ich bin mein eigener Chef, so mein eigener Herr, so kann machen, was ich will im Endeffekt und Lakshmi kommt auch in zum gewissen Maße rein, ich gebe aber auch meinen gewissen Teil ab für die Mission oder für einen neuen Buchdruck oder auch für den Bau des großen Tempels in Mayapur. So. Also für alle, die zum ersten Mal das Wort Lakshmi hier hören, das ist so unser Insider, Vaishnava-Begriff für harte Währung auch teilweise. Genau. Und das ist, dann habe ich das so wie meinen Job dann irgendwie gesehen. Das mache ich auch immer noch. Das ist einfach so, ich mache das so nebenbei und das ist das, was Prabhupada eigentlich auch wollte, was er auch oft gesagt hat. Er möchte, dass seine Haushälter sich durch den Harinam Sankirtan eigentlich, ja, dass sie unabhängig sind, so, und davon leben können. Und ja, in Deutschland gibt es vielleicht nicht viele, die das machen, aber es gibt welche, die machen das und das funktioniert. So, und weltweit sind viele, die, ja, und das haben wir Prabhupada zu verdanken. Das, ja, und da bin ich immer sehr. Ja, weil es einfach hat mir einen Sinn gegeben für viele Jahre und immer noch. So, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so oft und so intensiv wie am Anfang, aber im Endeffekt zieht mich immer wieder dahin. Weil das, was man auf der Straße erlebt, das will man immer wieder erleben. Und ja, deswegen geht man halt raus, um diese Erfahrung zu machen. Und, ja. Also ich kann mich. Ich kann mich erinnern auch, da hat mich auch ein Devoti in Berlin übrigens mitgenommen, auch mit einem Trolley, mit so einem Wegli, sagt man glaube ich in der Schweiz, Wegli. Und so, und dann hat er mir plötzlich auch einen Stapel Bücher in die Hand gedrückt, so, jetzt bist du mal dran. Und ich stand dann so auf der Fußgängerzone. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe dann einfach so guten Tag gesagt. Guten Tag. Und naja, nach 2 Stunden blieb dann plötzlich jemand stehen. Ja, was haben Sie denn? Also die anderen Leute sind alle an mir vorbeigelaufen. Guten Tag. Und die so guten Tag und sind weitergegangen. Und irgendwann ist einer stehen geblieben und hat dann die Bücher auch in die Hand gehalten und sich angeschaut, ne? Und ich glaube, solche hatte ich 2 oder 3 an dem Tag, die Bücher einfach in die Hand und ich habe irgendwas gestottert. Und dann haben sie mir die Bücher wieder zurückgegeben, aber mir viel Erfolg gewünscht. So, und dann dachte ich so, okay, also die Leute haben die Bücher schon mal in die Hand genommen. Ne?
Und dann sagte mir der, sein Name war Gauravani, er sagte, ja, und morgen wirst du sehen, morgen nimmt einer auch eins mit. Und dann war ich auch wirklich inspiriert, bin ich am nächsten Tag mitgegangen. Und tatsächlich, ich glaube, an dem nächsten Tag gingen 2 oder 3 Bücher auch raus. Und seitdem, um das mal zu bestätigen, was du sagst, seitdem, ich war jetzt auch nie einer von den Maharatis, nennt man diese Devotis, die dann so 100 Bücher am Tag verteilen konnten. Damals gab es welche, die nannte man dann Maharatis, die über 100 Bücher am Tag verteilen konnten. Aber es war nie ein Tag, wo kein Buch verteilt wurde seitdem, ne? Man konnte abends immer sagen, eine Seele war dabei oder 5 oder 10 oder 20. Also da, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Gibt es vielleicht so die Top 3 Buchverteilergeschichten von dir, wo du sagst, das werde ich irgendwann meinen Ur-Ur-Urenkeln nochmal erzählen? Ja, ne, wenn man halt mal viele Bücher verteilen durfte, das ist natürlich ein Erlebnis, so, wenn man mal merkt, oder wenn man einfach merkt, die Bücher gehen hintereinander so raus, anstatt dass man lange Wartezeit dazwischen hat. Oder man trifft Leute, die ein Buch mit und sagen dann irgendwie, ja, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich hier lang gelaufen bin. Eigentlich wollte ich genau in die andere Richtung, wo man einfach sieht, dass Krishna die geschickt hat. So. Oder ja, einfach, es gibt so viel, es ist eigentlich endlos, was man da erzählen könnte. Es ist jetzt nicht 1, 2 Geschichten, die jetzt irgendwie ganz speziell sind, sondern eigentlich ist alles ganz speziell, was man da erlebt. Wenn man einfach merkt, wie man einfach so Instrumente, so ein Krishna schickt die Leute. Und man, oder auch manchmal gar nicht so wichtig ist, was man sagt und wie man es präsentiert, sondern die Leute nehmen es mit, weil sie dich gut finden. So, weil die sehen, du bist das am Praktizieren, du hast eine gewisse Ausstrahlung. Man merkt halt, dass was diese Krishna Shakti, die Ausstrahlung, man sieht das selber nicht, man merkt das selber nicht, aber die Leute sehen das. Die Leute sehen, oh ja, du hast eine Ausstrahlung, du strahlst eine Ruhe aus, du machst dies und das und du denkst dir so, okay, so, und das inspiriert die Leute, das Buch mitzunehmen. So, also, oder negative Sachen, die man erlebt und im Endeffekt dann, die nicht so tief mehr einen berühren oder einen nicht verwirren, sondern man sich denkt, okay, so soll ich wieder was draus lernen oder man kriegt direkt einen Spiegel, was eigentlich, das ist eigentlich das Schönste auf sein. Du kriegst einen Spiegel von deinem Bewusstsein. Wenn du nicht gut drauf bist, kriegst du einen Spiegel. Wenn du gut drauf bist, kriegst du einen Spiegel und so ist immer so, muss man so eine Balance finden und ja, es, also gibt jetzt keine. Es gibt viele Geschichten, aber jetzt so fällt mir jetzt nichts ein, weil es ist fast eigentlich immer so derselbe Ablauf, aber es ist einfach das Schönste, ist einfach der Austausch mit den Menschen einfach. Genau, das sieht äußerlich immer wie derselbe Ablauf aus, aber jedes Buch, was verteilt wird, ist eine doch immer wieder eine ganz individuelle Erfahrung. Ne? Genau. Und einfach, du sprichst mit den Leuten und zum Beispiel auf einer Einkaufsstraße und das ist total. Viele Menschen laufen da lang und wenn aber einer stehen bleibt und du dich mit dem kommunizierst, redest und Buch findest, weil immer ist man wie in so einer Blase und vergisst alles drumherum. Man ist nur, die zwei machen gerade so den Austausch und danach, und das merken die Leute auch, die sind wie so gefangen und dann nehmen die das Buch mit und manchmal gehen die dann weg, sammeln diese, warum nehme ich das überhaupt mit? Aber einfach, weil die das gemerkt haben, diese spirituelle, diese Blase, in der sie gerade waren, die ist halt da, wenn man mit den Leuten redet. Und das ist auch ein wunderschönes Gefühl, so dass man drumherum einfach mal alles ausschaltet, sondern nur mit der Person gerade ist und versucht, ihnen das halt zu geben. Ja. Und wenn sie das akzeptiert, ist es einfach ein sehr, sehr nicer Austausch. Und ja, das ist eigentlich das Schönste. Ja. Und alles andere ist, ja, ist halt Prabhupada von Herzlichkeit und eigentlich Worship Channel von Herzlichkeit. Mhm. Ja, Nilamadava Prabhu, dich hat dann der Weg nach Köln geführt. Wie kam es dazu? Ja, ich war halt lange in Berlin, aber in Berlin ist dann damals der eine Tempel, wo das Bild auch gemacht hat, der ist dann sozusagen, da wurden wir dann fristlos gekündigt und da hieß es dann irgendwie, ja, sie müsste in 2 Wochen draußen sein. Und dann habe ich da alles noch geholfen, da den Tempel, also den Umzug zu machen mit ganz wenigen Devotis. Und dann sind wir nochmal in eine andere Wohnung, mal in eine andere Wohnung und der Tempel hat gewechselt und gewechselt und eigentlich von dem, wo ich da gejoint bin, von diesem
ja, von diesem Standard auch des Deity Worships und von der Verehrung und von der, ja, es ist dann, das ist so ein bisschen zusammengebrochen, sagen wir es mal so. Also es ist halt, weil in Berlin halt das Eigentum halt fehlt. Berlin bräuchte ein Eigentum. Das haben sie leider nicht. Und deswegen geht es immer von einer Mietsache zur nächsten Mietsache. Und ja, und so ist das dann halt immer, wurde das dann immer ein bisschen kleiner. Aber ich wollte halt immer mehr aktiver sein mit meiner Frau. Und wir haben dann halt dem Tempel immer geholfen. Und dann war eigentlich egal, wo der Tempel war, obwohl er dann nicht mehr öffentlich war, nur noch bei Privatwohnungen. Oder eine Zeit lang war dann auch der Tempel bei mir in der Wohnung. Und dann, ja, also das war alles ein bisschen turbulente Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Und dann haben wir dann wieder einen Platz gefunden, da wo der Tempel jetzt auch ist. Und dann war ich da noch und dann haben wir probiert, da den Tempel wieder so, ja, wieder so zu machen, wie es mal war, so ganz am Anfang. Aber im Endeffekt ist der Tempel nicht wieder so geworden. Was auch okay ist, weil die Devotis wollten halt mehr ein Gemeindezentrum und ja, wollten halt sich. So, ja, wollten halt nicht mehr so, wie es halt mal war, wie ich es kennengelernt habe, halt regelmäßig Programm und jeden Tag hohe Verehrung. Oder Jagannath wurde nur von Brahmanas verehrt und war ein sehr, sehr hoher Standard. Und Mönche haben im Tempel gelebt und so. Und es hat sich halt nie wieder so entwickelt. Und jetzt, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das reicht mir irgendwie nicht. Und dann bin ich halt nach Köln, weil Köln hat Eigentum. Und wir hatten halt Familienplanung vor. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich mal dahin, wo ich jeden Tag Programm haben kann, wo eine gute Gemeinschaft ist. Und dann habe ich halt Berlin verlassen. So. Und jetzt bin ich 5 Jahre schon in Köln und ja, habe es auch nicht bereut, weil ja, hier haben wir halt alles. Und ja, und trotzdem habe ich immer noch Kontakt mit ein paar Berliner Devotis und ja. Und ja, Berlin läuft auch wieder so auf seine Art. Aber ich war genau halt in einer turbulenten Zeit halt da, wo halt das ein bisschen zusammengebrochen ist und dann hat sich halt wieder aufgebaut zu dem, was es jetzt halt ist wieder. Und ja, dann ist Prito auch weggegangen. Und Prito war auch am Anfang, der hat das alles so zusammengehalten. So. Und dann, ja. Aber trotzdem, Berlin läuft weiterhin und man kann in den Tempel auch gehen und Lord Jagannath besuchen. Und so. Aber für mich war dann Jagannath Mercy sozusagen, dass er mich nach Köln gebracht hat. So. Und das, ja, aber trotzdem ist Jagannath in meinem Herzen so und ja. Jagannath war der RZD, den ich gesehen habe. Und Lord Jagannath in Berlin ist auch ganz speziell. Also das ist nochmal, da habt ihr vielleicht auch schon mal drüber gesprochen oder nicht, weil das könnte man auch eine eigene Sendung drüber machen über Lord Jagannath aus Berlin. Und ja, dann bin ich halt nach Köln. Und Lord Chaitanya und Lord Nityananda, die wollen auch immer zu Jagannath. Also die beiden kannst du nicht trennen. So. Das gehört zusammen. Und ja. Und die Stimmung von Köln ist halt auch so speziell halt Harinam Sankirtan. Und das hat mich halt auch sehr angezogen. Mein Guru-Maharaj ist sehr oft in Köln und das war halt für mich dann ideal. Und ja, bin auch sehr happy in Köln. Genau. Also, falls hier ein paar Millionäre zuschauen sollten beim täglichen Bhagavatam, wir brauchen in Berlin Eigentum. Ja, das ja. Und falls jemand hier zuguckt, der sagt, ich weiß gar nicht, was ich mit meinen ganzen Millionen machen soll, hier ist unser guter Tipp. Ja, ist übrigens ernst gemeint. Und du sprachst auch von, dass du nach Köln auch ein bisschen gegangen bist. Du brauchtest ein bisschen so für dich ein stabiles Umfeld, was das Krishna-Bewusstsein betrifft. Wir haben gestern ganz kurz ein Vorgespräch gehabt. Einige kennen dich auch. Und wir haben uns darauf geeinigt, das ganz kurz hier zu erwähnen. Wo du eben von Familienplanung gesprochen hast. Bei dir und deiner Frau, ihr habt ein Kind bekommen vor ein paar Jahren. Es hatte allerdings eine sehr tragische, schwere Behinderung und hat die Welt dann auch ziemlich schnell wieder verlassen, was für euch natürlich sehr tragisch und dramatisch auch gewesen ist. Und wir haben uns darauf geeinigt, auch falls hier vielleicht jemand noch im Nachhinein da eine Frage stellen möchte, dass wir in dieser Sendung darüber nicht im Detail sprechen wollen, weil es einfach auch für euch, ihr seid noch, man muss sowas auch verarbeiten, das geht nicht von heute auf morgen. Das wollte ich hier nur noch mal gesagt haben. Wie
du hast auch noch von einer Einweihung gesprochen. Wie kam es dazu, dass du deinen spirituellen Meister dann in Köln, denke ich mal, auch begegnet bist und dass es zu einer Einweihung gekommen ist? Vielleicht kannst du darüber noch etwas sagen. Ja, also nochmal zu dem anderen Thema, was du gerade angesprochen hast. Also wenn Devotis mich da kontaktieren wollen, darüber sprechen wollen, ich bin da auch offen. Also ich rede über die ganze Sache auch. Aber halt im Internet haben wir gesagt, das sind wir noch nicht, die richtige Zeit, weil es noch zu frisch ist. Ja. Und aber wenn jemand da Fragen hat, bin ich gerne offen darüber zu reden. Und ja, das ist halt, weil es ist Teil meines Lebens, unseres Lebens, aber wir werden das nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, werden wir dann nochmal ausführlich drüber reden. Und ja, zurück zur Geschichte. Ja, Berlin war damals ein richtiger Tempel und da sind viele spirituelle Meister, haben sich die Klinke in die Hand gegeben, sind gekommen und gegangen und wir hatten auch einen guten Mix an spirituellen Meistern. Also viele Devotis hatten verschiedene spirituelle Meister und dementsprechend kamen die halt auch nach Berlin. Wir hatten Karavakana Swami, wir hatten Bhakti Bhushana Swami, wir hatten Sajjananda Swami, Bhakti Vaibhava Swami, da waren noch andere, ich komme jetzt gerade gar nicht auf die ganzen Namen, aber so hatte man Chetra Swami war auch da. Genau, Chetra Swami war da, dann Kavichanda Swami war da, genau, der ist mir gerade nicht eingefallen. Wir hatten sogar mal Radhanath Swami, aber der war noch im ganz alten Tempel. Ja, Radhanath Swami, genau, das war auch vor meiner Zeit. Ja, da waren viele und so hatte man halt sehr früh gleich auch Kontakt mit verschiedenen spirituellen Meistern und konnte man halt auch, ja, gucken, wer ist denn da so, wer würde denn passen. Ja, und dann Vedavers war noch da, jetzt Bhakti Gaurani Maharaj war auch noch da. Und ja, und dann war die Liste am Anfang vielleicht groß, aber dann mit der Zeit wurde sie immer kleiner und dann am Ende ist es halt bei mir eine Person oder ein spiritueller Meister dann geworden, so wie es ja auch sein soll. Und bei mir war es dann halt Bhakti Bhushana Swami und er hat mich dann noch akzeptiert. Und ja, das war auch eine große Barmherzigkeit und wurde dann halt, ja, im Jahre 2014 wurde ich dann halt eingeweiht von ihm. Und auch habe ich mal ein Foto von Bhakti Bhushan Swami. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich kam halt meistens immer so einmal im Jahr nach Berlin. In Berlin wurde ich sozusagen akzeptiert und dann später dann in Köln, dann wurde ich dann halt eingeweiht und dann später bin ich auch nach Köln gezogen. Und ja, weil Köln ist halt immer so seine Basis. So, wenn er in Deutschland ist, dann ist es so seine Basis und von da aus macht er dann halt seine Deutschland-Tour oder so. Jetzt hatten wir auch wegen Corona hatten wir das große Glück, dass er die ganze Zeit eigentlich da war in Köln, hatten wir sehr viel Gemeinschaft mit ihm und jetzt ist er halt wieder in Südamerika. Und ja, so, das war, bin ich auch sehr vom Glück begünstigt, da so, ja, da Zuflucht bekommen zu haben von seiner hohen Persönlichkeit oder ja, einen direkten Schüler von Schüler Prabhupada und ja, und einfach Krishnas Barmherzigkeit. So. Form ja, der verschiedenen Gurus und dann speziell für jemanden, der dann für einen halt passte. Und bei mir war das halt so ein Bhakti-Bhushana Swami. Ja. Sehr schön. Hier noch ein Kommentar von Sinisha. Ich lese das mal vor. Prabhupada sagte, glaube ich, gehört zu haben, einmal, dass wenn nur ein reiner Gottgeweihter aus seiner Bemühung herauskommt, seine Mission als erfüllt betrachtet zu sein. Deshalb ist auch beim Verteilen seiner Bücher nicht die Quantität ausschlaggebend, sondern eher die Qualität. Also da würden mich auch deine Gedanken mal zu interessieren. Meine spontane Reaktion ist ja und nein, weil manchmal die Qualität kommt erst, wenn wir in die Quantität gehen, dann kommt auch die Qualität. Wenn wir jetzt nur eine Person ansprechen am Tag auf der Fußgängerzone, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass jetzt diese Person der reine Gottgeweihte wird, von dem hier die Rede ist, sondern wir müssen vielleicht schon mal 100 Leute ansprechen, damit diese Chance ein bisschen größer wird. Was wäre so deine Antwort? Genau, man muss jedem einfach die Chance geben und man muss einen guten Eindruck hinterlassen, weil wenn du nett mit den Leuten bist oder auch wenn sie Nein sagen, dann musst du trotzdem nett sein, weil dann haben sie ein gutes Ende
Und beim nächsten Mal, wenn sie wieder die Chance kriegen, werden sie schreiben und sagen, ey, das waren da diese Buchverteiler, die hatte ich schon mal. Und obwohl ich Nein gesagt habe oder das abgelehnt habe, waren die trotzdem nett zu mir. Also diesmal höre ich es mir vielleicht an. Und dann gibt man ihnen eine zweite Chance. Und wenn sie es mitnehmen, dann, ja, das ist Krishna, die nehmen Krishna mit nach Hause und Krishna macht das mit denen. So. Und das liegt nicht wirklich in unserer Hand. Wir sind eigentlich nur wie so ein, ja, wie so ein Briefbote, der gibt seine Sache ab. Aber dann, ja, Krishna macht das in Form der Bücher, inspiriert er dann die Menschen. Und wer weiß, es sind schon so viele Bücher verteilt worden und da sind vielleicht schon einige reine Gottgeweide auf dieser Welt gegenwärtig. Und ich glaube, dass nicht nur einer ist, da sind Prabhupada schon so viele zu Gottgeweihten gemacht. Und da waren bestimmt auch ein paar welche dabei, die dann halt durch die Bücher rein geworden sind. Weil wer ist schon rein? Das wären wir nicht hier so. Aber die Bücher haben die Kraft oder die Potenzial, jemanden rein zu machen. Und das sehen wir auch in unserem eigenen Leben, dass sich das halt um 100 oder 360 Grad gedreht hat. Zum Positiven. So, also sind ja auch dabei, rein zu werden. Das ist das war Prabhupada Svamesk. Jeder kriegt die Mercy, jeder darf sie annehmen, aber dann ja, liegt es halt auch an uns selbst. Nutzen wir das oder nutzen wir es nicht? Und viele Leute nutzen das. Und bei manchen dauert das vielleicht auch noch ein bisschen. Oder die dürfen nicht, das ist auch eine Sache, aber. Die Bücher sind sowieso Zeitbomben und die explodieren sozusagen, das hat Krishna an der Hand. So, oder die Leute, die oft zu Leute sein, die haben die Bücher zu Hause, aber die haben noch nie reingeschaut. Die stehen im Buchregal und eines Tages werden sie reinschauen. Oder wenn sie nicht. Oder die Kinder. Die Kinder, genau. Oder irgendjemand von der Familie, irgendein Freund. Und dann war derjenige vielleicht nicht derjenige, der es lesen soll, sondern gibt es dann halt wieder weiter. Und die Bücher gehen so ihre Wege. Man weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, weil das ist so eine Mystik dahinter, aber irgendwann kommt zu einer richtigen Person und der macht was draus. Und das ist deswegen so speziell einfach. Und natürlich sollte man sich als Buchverteiler auch auf Qualität bemühen, yeah, dass man die Bücher taktvoll anbietet, ja, dass man, du hast ganz am Anfang das Wort nicht vollpredigen benutzt, yeah, also dass man das alles ein bisschen mit Stil macht. Und und dass wir natürlich auch selbst qualitativ uns selbst auch auf einem guten, möglichst guten Niveau halten, ist ja auch, denke ich auch, kann man damit auch mit reinbringen. Nila Madhava, ich schaue so ein bisschen auf den Glockenturm. Ich sehe hier noch eine Hand vom Ram Gopal. Ram Gopal, Prabhu, Hare Krishna. Ja, Hare Krishna, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen herzlichen Dank für dein nice Intro. So lernt man sich einfach immer mehr kennen und tiefer und so die Zeit bringt es mit sich. Zu der Qualität Buchverteilung. Ich hatte am Sonntag eine ganz tolle Verwirklichung, also im Nachhinein der Sonntagsfestklasse im Kölner Tempel. Und zwar wurde ich gefragt, wie zeigt sich dann das goldene Zeitalter in jetzt so im Kali-Yuga. Ne, wir haben das alle gehört, irgendwie 1988 oder so ähnlich hat das goldene Zeitalter angefangen. Wir wissen alle die Mission Chaitanya Mahaprabhus. Und irgendwie durch die unglaubliche Vorsehung Krishnas durfte ich so eine Antwort geben, dass zum Beispiel die Buchverteilung, ja, wenn man so diese Bücher anbietet, dann lädt man quasi ein, in das goldene Zeitalter einzutreten. Ja, so wenn ich mich jetzt darauf so weiß, oh ja, klar, irgendwie ist ein goldenes Zeitalter, aber wie kann ich das denn sehen? Da kann man also im Moment auf jeden Fall in Deutschland noch mal ein bisschen länger warten, bis man Merkmale des goldenen Zeitalters sieht. Aber durch die Sankirtana Devotees, wenn die ein Buch anbieten, wird man schon eingeladen in dieses goldene Zeitalter, das Chanten der heiligen Namen in jedem Land, in jedem Dorf und in jeder Stadt so mitzunehmen. Wenn man das Buch denn noch mitnimmt, ja, dann hat man schon die Eintrittskarte dafür in der Hand. Ja. Wenn man das denn tatsächlich noch aufmacht,
öffnet sich die Tür und man ist auf einmal im goldenen Zeitalter. Weil das ist nicht nur ein äußerer Prozess, dass jetzt alle rumlaufen und Hare Krishna singen und tanzen, sondern erstmal ein innerer Prozess. Ich muss mich qualifizieren dafür, in dieses goldene Zeitalter einzutreten. Also das ist mir dann aber erst so im Nachhinein alles so klar geworden, so aufgrund dieser Frage. Da dachte ich auch, wow, genau, so läuft das mit dem goldenen Zeitalter ab, unter anderem also auch durch die Buchverteilung. Und so deswegen ist das auch wirklich tatsächlich so wertvoll, wenn jetzt zum Beispiel auch eine Person einfach nur mal ein Buch in die Hand nimmt. Ja? Und ob ich da jetzt immer gleich so gut drauf bin dabei oder nicht, oder in der mentalen Spiritualität mich befinde oder nicht, das dabei erstmal so ein bisschen nebensächlich. Entscheidend ist die Qualität, dass die Person das in die Hand nimmt und dann möglicherweise mitnimmt und dann eventuell auch noch drin rumliest. Das wollte ich nochmal zum Besten geben. Vielen Dank für die nice Sendung. Shivatma Prabhu hatte auch mal gesagt, beim Buchverteilen ist es tatsächlich wichtig, dass man den Leuten die Bücher in die Hand gibt, weil dann die Leute, die Energie, hat das immer so schön, die geht, dann fließt dann hier so durch den Arm ins Herz, ne? Wenn die Bücher auch berühren. Okay, ja, Nila Madhava, von dir ein Schlusswort vielleicht in dieser Hinsicht nochmal, das wäre ganz interessant. Ja, also wie gesagt, ich finde es sehr inspirierend, dass ihr so zusammenkommt regelmäßig. Ich bin das erste Mal dabei hier, aber ich sehe viele auch bekannte Gesichter von früher. Sehr inspirierend, auch neue Gesichter. Und ja, sehr nice. Danke dir, Param Shreya, dass du das möglich machst. Und du bist eigentlich einer der Ersten, der hier wirklich in YouTube gewisse Sachen uns gezeigt hat oder der Welt draußen gezeigt hat, wie praktiziert man Krishna-Bewusstsein und auch in deutscher Sprache. Und da wollte ich dir nochmal bedanken. Und ja, auch danke, dass ich jetzt mal Teil sein durfte, weil ja klar, man, normalerweise wäre jetzt auch drüben im Tempel eine Lecture sozusagen, wo ich auch daran teilnehmen können, aber jetzt habe ich hier mal bei einer virtuellen Lecture teilgenommen. Du hast mal bei der Konkurrenzveranstaltung teilgenommen. Ja, aber es ist sehr inspirierend zu sehen einfach und halt zu sehen auch, klar, wenn ihr jetzt vielleicht kein Tempel in eurer Nähe habt, so dann nutzt die Angebote, die hier Param Shreya euch ermöglicht und das ist sehr nice, sehr inspirierend so und ja, und ja, was soll ich sagen? Es inspiriert mich einfach, euch hier alle zu sehen. Und ich finde es schön, dass es auch so eine Möglichkeit gibt, dass der Sadhu Sangha und der Lecture hören oder von anderen Devotis zu hören und ja, sich auf den Tag vorzubereiten. Was wir morgens machen, gibt uns Kraft für den Tag und dann ja, sind wir spirituell aufgeladen. Und deswegen ist es schön, dass ihr das macht. Und danke und ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei, weil es immer interessant ist, von anderen Devotis zu hören. Ich höre auch gern von anderen Devotis und freue mich dann auch über ihre Lebensgeschichte oder wie sie zum Bestimmungsbewusstsein kam. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Werbeblock. Du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal und da bin ich auch gerade aufmerksam drauf geworden. Du hast ein sehr schönes Interview mit dem Akila Das Akila Prabhu gemacht, einen Prabhupada-Schüler aus, der in Simhachalam lebt. Ich zeige hier oben mal auf das i für die YouTube-schauende Nachwelt. Klickt da einfach drauf, dann könnt ihr direkt euch dieses Interview mal angucken. Und ja, lieber Nila Madhava, herzlichen Dank für deinen Besuch heute. Und für mich ist es auch einfach erstmal so wichtig, bevor wir mal uns ganz konkret mal über eine Srimad Bhagavatam-Passage unterhalten, dass ich auch ein bisschen was über den Gottgeweihten mal weiß. Wer ist das überhaupt? Und wie ist der eigentlich mit dem Srimad Bhagavatam in Kontakt getreten? Und deshalb freue ich mich auf jeden Fall, dich hoffentlich, wenn du erlaubst, dich bald mal wieder einladen zu dürfen. Vielleicht sogar zusammen mit deiner Frau zusammen mal. Und dann können wir uns mal ganz gezielt mal einen Vers, der dann gerade dran ist, mal zu Gemüte führen, gemeinsam. Und auch an alle, die heute wieder mit dabei waren, an alle MTB-Nektarhummeln hier auf Zoom, ein herzliches Dankeschön für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Die hat man stark wahrgenommen, denke ich. Und wir können ja mal den Nila Madhava ein
freudiges Harry Bowl zu rufen. Schaltet gerne alle einmal eure Mikrofone ein, wenn ihr mögt, sogar eure Kamera. Wir würden uns riesig freuen. Nila Madhava, bist du bereit für ein Harry Bowl? Okay, ich zähle den Countdown runter. 3, 2, 1. Harry Bowl! Alles Gute auch für deine weitere Laufbahn, für dich, deine Frau. Vielleicht kommt noch mal eine ganze Familie. Mal gucken, was Krishna vorhat. Und auch für euren Kölner Tempel, für eure Sangha, Sadhu Sangha und für deine Buchverteilung. Und ich schnappe mir hier mal meine Ukulele. Wir können ja zum Abschluss noch mal ein gemeinsames Hare Krishna singen, einen Durchgang. Der Elon Musk sollte statt Raumstation auf dem Mars mal seine Milliarden investieren, dass man hier auf Zoom einen synchronen Kirtan mal veranstalten kann. Also liebe Grüße ins Tesla-Office. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.